Was war das für ein epischer Roadtrip durch die USA? Nach WrestleMania einen Mietwagen gemietet, 7 Bundesstaaten durchfahren. Mit dabei waren meine Spotfight-Buddies Thumbtack Jack, Ex-Wrestler und Charisma-Bombe. Er liebt Kinder und hatte die besten Englisch-Skills von uns allen. Peter ohne Tee, manche nennen ihn Peer, Wasserball-Profi und Revolverheld der Gruppe. Und Stone Cold Chris Austin, mehr Bär als Mensch, sieht mit Tattoos aus wie ein Tough Guy, ist aber eigentlich ganz putzig. Wir lieben die USA über alles, die Reise dahin war trotzdem sehr, sehr heftig. Über 15 Stunden waren wir unterwegs. Autofahren in den USA ist irgendwie immer deutlich chilliger. Fast alle Autos haben Automatik, die Straßen sind breiter, es ist generell vom Verkehrssystem her übersichtlicher. Zudem haben wir uns mal abgewechselt mit dem Fahren, das ging sehr gut klar. Und Texas hat aus uns Cowboys gemacht, das Outfit muss passen. Die Vibes im ländlichen Texas waren sehr angenehm, sehr cool. Viele weite Landschaften, Farmen, Felder, sehr gechillte, freundliche Menschen. Es hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Die Spritpreise in den Staaten sind generell nur halb so hoch wie hier. Wir haben insgesamt sehr viel Zeit an Tankstellen verbracht, weil wir so viel gefahren sind. Haben uns da die Beine vertreten, snacken und dann ging es weiter. Ein Tipp, holt euch an Tankstellen unbedingt so Pizzastücke. Die gibt es in den USA eigentlich fast an jeder Tankstelle. Die sind nicht gesund, aber die schmecken irgendwie richtig, richtig gut. Da haben wir an mehreren Tankstellen getestet, wie ist die Pizzaqualität. Fazit, Empfehlung. Für Einkäufe war unser Go-To der Walmart Supercenter. Was brauchen wir eigentlich? Ich brauch Schuhe, Mann. Der Mann braucht Schuhe. Alex, wo ist der Einkaufszettel? TJ war nur mit Flipflops unterwegs, erstmal Schuhe rausgelassen, war aber kein Problem, weil diese riesen Supermärkte einfach alles haben. Viele Stunden im Auto, Playlisten rauf und runter gehört und umso westlicher wir waren, umso wüstiger wurde die Gegend um uns herum. Wir kamen dann zu einer Geistertankstelle, eine uralte verlassene Shell-Tanke mitten im Nirgendwo. Ein Mix aus Faszination und so ein bisschen gruselig. Drinnen war es komplett verwüstet und vollgemüllt. Ein eigenartiger, aber trotzdem sehr, sehr cooler Ort. Hier seht ihr die Grenze zu New Mexico. Wir haben Abschied genommen von Texas, unserem geliebten Texas, und hatten ein ganz klares Ziel, und zwar Albuquerque, der Drehort von Breaking Bad, Walter White auf der Spur. Und da sind wir in Albuquerque am Haus von Walter White. Da wohnen tatsächlich Leute drin, die von den ganzen Touris genervt sind. Deswegen durften wir nur aus der Entfernung Bilder und Videos machen. Chris ist ja unser großer Breaking Bad Fan gewesen, hat darauf bestanden, lass uns nach Albuquerque gehen, hat auf dem Hinflug sogar nochmal ein paar Folgen geschaut und wir waren dann bei Los Pollos Hermanos, dem legendären Breaking Bad Restaurant, ein stabiler Mexikaner, fast ein bisschen zu stabil für unsere Verdauung, aber schwamm drüber. Wir wurden übrigens von den Cops angehalten, sind zu schnell in so eine Kleinstadt reingefahren. Der Officer ist dann zu uns ans Fenster gewatschelt und war gar nicht gut drauf. Uns ist dann aufgefallen, der sieht legit aus wie Officer Wiggum aus den Simpsons.
DJ hat uns dann mit seinem Charme aus dieser Situation gerettet, rausgeredet hat er uns. Und wir kamen mit einer Verwarnung davon. An dieser Stelle nochmal einen Shoutout und danke an Officer Wiggum. An dem Abend ging es dann nochmal zu Walmart, dann Hotelzimmerparty, dann das Morning Workout. Na klar, muss auch sein. Und dann Frühstück, bis wir dann weitergefahren sind und wieder on the road waren. Ich habe übrigens währenddessen meinen WrestleMania-Vlog geschnitten, dass der dann endlich auch mal online gehen konnte, war eine wilde Sause. Oder ich habe gegessen, Gemüsesticks zum Burgerausgleich oder schlechte Bayern-Spiele geschaut gegen Villarreal. Also da war alles so ein bisschen mit dabei. Generell mit den Bros unterwegs zu sein, das war richtig cool. Es gab wirklich unzählige witzige und spannende Gespräche, Lacher, weil wir alle irgendwie auch so ein bisschen Entertainer sind. Aber natürlich, wie das halt bei so Roadtrips ist, sind wir uns auch ordentlich auf den Sack gegangen teilweise. Das gehört wahrscheinlich irgendwie dazu, aber lasst euch nicht täuschen, es ist nicht immer nur harmonisch auf solchen Roadtrips. Was ich Positives mitnehme, die Autofahrten waren selten langweilig, obwohl wir an einem Tag 10 Stunden gefahren sind, war es mit diesen Jungs immer irgendwie ziemlich amüsant. We were coming alive. Yeah, caught up in a southern summer, barefoot blue jean night. Es ging weiter durch die Wüste, immer wieder Wüste, bis wir zum Highlight des Trips kamen. Das legendäre Monument Valley, eine der schönsten Landschaften, die ich je gesehen habe. Orange-roter Sand, Tafelberge, Felstürme, eine bekannte Kulisse auch in vielen Western-Filmen. Das sieht in diesen Videos alles aus nach ganz heißer Wüste. Es war aber relativ kalt dort im April. Trotzdem atemberaubende Atmosphäre und Natur, dort zu sein, das war wirklich ein Erlebnis, sehr empfehlenswert. Wir haben in diesen kleinen Hütten geschlafen, die Cabins vom sogenannten The View Hotel. Große Empfehlung, auch hier absolut preiswert. Und du wachst am nächsten Morgen auf und hast einen total majestätischen Anblick vor dir, und zwar diese Aussicht. Hier seht ihr Stone Cold Chris Austin, der wahrscheinlich putzigste Badass der Welt. Also, wie es auch in diesem Video rüberkommt, wir hatten da schon gut Spaß. Und dann ging es weiter, wieder on the road, wieder unzählige Meilen an Autofahrten, Wüste, weitläufige und sehr faszinierende Landschaften weit und breit. Das hat wirklich was sehr Friedliches, was sehr Entspannendes, also das solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Und dann kamen wir zum legendären Grand Canyon, die krasseste Schlucht der Welt, richtig tief, richtig schön. Dort haben wir auch einen Bro kennengelernt, den hier. Absolut krasser Ausblick, eine große Empfehlung und auch wieder einfach pure Faszination von dieser Naturvielfalt.
Hier sind wir bei Whataburger erstmal anstoßen. Was soll ich sagen, Whataburger war das denn? Also eines der besten Burger-Restaurants in den USA, gibt's allerdings nur im Süden. Und dann ging's hier zum Country Festival. Unsere geliebte Country-Band Florida Georgia Line hatte hier einen ihrer letzten Auftritte zusammen. Wir waren nüchtern, gingen aber trotzdem sehr gut ab. Das war eine stabile Party. Der nächste Morgen, ohne Kopfschmerzen aufgewacht, das ist das Schöne an nüchternen Partys. Und natürlich wieder um uns rum, Wüste, Wüste, Wüste. Wir waren dann noch in einer Geisterstadt, in der Goldfield Ghost Town. Eine Westernstadt, die sehr gut erhalten ist und auch gepflegt wird. Es war dort relativ touristisch, aber auch sehr faszinierend. Kostenloser Eintritt und richtiges Western-Feeling. Wir sind ja auch so ein bisschen Western-Fans, wie man vielleicht auch in diesem Video erkennt. Wir sind im Wilden Westen gelandet. Whiskey for my men, beer for my horses. Und dann ging's natürlich wieder in die Wüste. Weiterhin war sehr viel Wüste um uns rum, sehr viel Weitläufigkeit. Wir waren in Phoenix und Umgebung hier. Das grüne Deutschland kennt diese Landschaften gar nicht, die wir da gesehen haben. Per und Alex sind dann irgendwann schon abgeflogen. Schaut euch hier den TJ an, wie er den Türbump worked. Also Entertainer durch und durch, was soll man sagen. Chris und ich sind dann noch weitergefahren nach Las Vegas. Die Stadt des Glücksspiels, wir waren schon 2018 hier, auch ein ganz faszinierender Ort, der sehr surreal wirkt. Und dann ging unser Trip hier in Las Vegas langsam aber sicher zu Ende. Insgesamt war das wirklich eine ganz besondere Reise, an die ich mich noch lange erinnern werde, auch durch dieses Video, was so ein bisschen Erinnerungshilfe ist. Ich liebe es da sehr, muss ich sagen. Ich bin so ein USA-Mark. Und eine Reise dahin reicht halt nicht, um all diese faszinierenden Orte zu sehen. Von daher bin ich sicher, dass es uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer wieder dahin verschlagen wird. Und dann wird es natürlich auch hier wieder Vlogs dazu geben. Von daher abonniert den Kanal. Es gibt einen Vlog aus 2018, unser erster USA-Trip, den ihr euch noch anschauen könnt. Ansonsten haut rein. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart bei diesem etwas anderen Video. Und checkt auch den WrestleMania-Vlog noch ab. Davon gibt es auch Reiseeinblicke. Haut rein. Bis spätestens zum nächsten Video.